Einem so faden Samstagmorgen wie heute, eine Woche vor Ostern, machen wir Klopapiereier oder Servietteneier. Und das Gute ist, wie ihr seht, selbst Leute unter 1 und unter 1 Meter können hierbei wunderbar helfen, Zwei Leute unter einem Meter. diese Klopapierfetzen zu machen. Das macht die Mulle eh schon den ganzen Tag. Das ist ja hier ein leichtes, Freunde. Ihr erinnert euch an den Kautschukballon, den wir geburtstagstestmäßig aufgepustet haben, diesen Öko-Ballon. Nass machen, Druck machen, trocknen lassen. Versteht sich von selbst, ne? Ist jetzt nicht so schwierig. Naja, Leute, was soll ich sagen? Der Nachteil an diesem schönen Ei ist, die Kinder denken sich jetzt, oh, Klopapier zupfen, mache ich, kann ich. Ja, keine weiteren Kommentare. Was soll ich sagen? Also das habe ich nicht gemacht. Da hängt er zum Trocknen aufgehangen, wie so ein Vampir von der Decke. Ja, so sieht er dann aus, wenn er fertig ist. Jetzt fehlen nur noch die Servietten. Oder ihr könnt ihn natürlich auch bunt malen. Muss dein Das Kater wieder Ei. rein, ne? Jetzt wird hier wild gebastelt und geformt und geschnibbelt und zurechtgewurschtelt. Boah, sieht das so aus? Den platzieren, einfach hier mit Wasser drüber gehen. Und an die schon bereits vorhandene Schicht andrücken. Liebevoll andrücken. Ja. Liebevoll Genauso. anarbeiten. So, wenn ihr das dann fertig beklebt habt und vielleicht noch mit den Servietten geschmückt habt, die ihr wollt, und dann könnt ihr das noch ein bisschen mit einem Prittstift oder so auch ankleben, die Ecken. Wir haben da jetzt noch mal ein bisschen Sprühlack drüber gemacht, also durchsichtigen Klarlack drüber gesprüht, und jetzt wird der Ballon kaputt gemacht und ein Türchen reingeschnitten. Wie ihr euch denken könnt, haben wir den Eingang jetzt hier gemacht. Da, im Bogen. Putsch. Oh, kein dramatischer Knall. Schade eigentlich. Wieso eigentlich nicht? Man hört aber, wie er sich so zusammenzieht, da drin der Ballon. Ja, ne? Dann kann man es quasi oben einmal abschneiden und dann diesen servierten Fitzel hier noch drüber kleben. Und dann ist es zu und dann schneiden wir hier ein Loch rein. Das hier sind jetzt mindestens 5 Lagen Klopapier. Halbe Rolle bestimmt. Zeigt der Ballon. Cool. Über den Rand könnte man jetzt natürlich auch noch eine Serviette kleben, wenn man das ganz ordentlich haben will, oder das noch mal ein bisschen mit der Schere jetzt ausschneiden, halt, wie man das möchte. So, Ballon raus. Da ist die Gallenblase. Wir haben ja jetzt hier für unser Osterei erstmal so die stehende Variante, aber ich bin noch nicht ganz sicher, ob wir es dabei belassen. Deswegen habe ich hier oben auch schon mal zum Aufhängen Band durchgezogen. Das Loch war ziemlich groß und wie wir uns da helfen, zeige ich euch jetzt fix. Und zwar ist das eigentlich ganz einfach. Wir nehmen hier einfach ein Stöckchen am Band, habe ich von unten durchgefädelt und dann hält das Ganze auch bei größeren Löchern wie bei diesem Ei. Den Ständer für das Ei haben wir einfach aus so Birkenreisigzweigen gemacht. Ja, und das Endergebnis kommt jetzt. Dö.
Brötchen trocknen. Das hat bei uns am Kamin ungefähr einen Tag gedauert. Noch was draufkleben wollt, müsst ihr dazu Klebestift nehmen, weil mit der Wassermethode das dann nicht mehr funktioniert. Wenn euch dieses Ergebnis hier gefallen hat und ihr das super findet, dass Wives Lives einfach auch mal Osterschmuck bastelt, dann lasst uns doch mal ein Abo da. Wann das wieder passieren wird, man weiß es nicht. Aber dieses Jahr hatten wir mal irgendwie Lust dazu. Ja, danke fürs Gucken.